So, ihr Lieben, los geht es wieder. Wir brauchen für das Trophäenzimmer noch ein paar Wildschweine. Und hier in Petershain hatte ich zuletzt schon mal Wildschweine gefunden. Mal gucken, ob wir gleich auch wieder welche finden. Und ich bin hier unterwegs wieder mit den neuen Waffen. Mit dem 45er, mit dem Solokin und mit dem Drilling. Ich habe mir gerade schon die Wildschweintröte. Ja, Mann, die habe ich mir gerade schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, 100 noch ein paar, 80 Meter, 150 genullt. Und nochmal einen hinterher, oder? Ah, ne, müsste reichen, komm. Das wird reichen. Oh mein Gott, so habe ich mir das vorgestellt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, was ein Zufall. Ich hatte mich auf der Map, genau, hier oben im Norden, ein Bedürfnisgebiet. Und da liegt es auch schon, oder? Wo war denn das jetzt? Da. Ja, da muss es schon liegen. So schnell die Wildschweine. Okay. So, erstmal langsam weiterlaufen. Ganz entspannt. Ach, wie gut. Das haben wir zumindest schon mal. Stopp, stopp, stopp. Da ist wieder was. 150 Meter. Noch eins. Jetzt mal runtergehen. Männlich. Männlich. Auch wieder Stufe 3, da war noch was. Nervös, 1. Okay, er hier ist dran. Männlich, auf 150. Es eskaliert hier wieder, ey. Muss das denn immer so eskalieren? So, hier vorne liegt schon das erste. Sehr gut. Da ist der Anschuss. Und da liegt er. Oh, wie gut. Alter. Was eine Nase. Da machen wir mal ein Foto von. Was ist das? Krass. Silberwertung. Bisschen hoch noch. Aber trotzdem beide Lungenflügel erwischt. Zack, und der liegt. Ausstopfen. Ganz wichtig jetzt. Oh, die kosten schon 4.000, das Ausstopfen. Und annehmen. Und dann liegt es auch schon. Sehr gut. Auch so ein schwerer Keiler. Oh, das war aber knapp. Ei, ei, ei. Wir waren gestern im Livestream das erste Mal im Stream auf Jagd, auch hier in Hirschfelden. Und da wurden dann die ersten Rehe auch geschossen. Hier haben wir noch niemanden. Und die ersten Rehe, das wurde auch Zeit, ey. Da bist du in Hirschfelden unterwegs und hast noch keine Rehe, geht ja gar nicht. Aber die hängen jetzt auch schon an der Wand. Die gucken wir uns nachher nochmal an.
Also die Area hier ist ja super, ne? Ich glaube, hier werde ich mal öfters hingehen. Oder vielleicht auch speziell, um den Fuchs zu kriegen. Wenn er hier gerade schon so rumruft, nehmen wir den Fuchs direkt mit demnächst. Ja, sehr gut. Doch noch das dritte auch erwischt. Ah. Weiblich aus 152 Meter. Jawohl. Mitgenommen. Und an die Wand gehangen. Ich glaube, das sind Schritte. Ich glaube, hier sind Schritte. Das sind doch Schritte. Da. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Man sieht nur den Kopf. Shh. Brunftscheu Wildschwein. Die Witter. Der Mief ist gut, der Wind steht gut. Ich gehe jetzt hier in Deckung und brunfte rum. Noch mehr Entdeckung, noch mehr. Es wird nicht besser. Und dann am besten gleich mit dem Revolver. Was auch immer das für ein Ton ist, irgendwie hat's geholfen. Das ist der Ton. Das ist der Ton. Die ganze Zeit das fressende Reh, Alter. Ich geh kaputt. Die ganze Zeit so ein fressendes Reh, ey. Reh, ey, du machst mich fertig. Was hältst du davon? Ich bin ja schwer dafür, dass man die Sounds selbst machen muss. Mit Mikro. Fände ich geil. Ja! Oh mein Gott! 1, 2, 3. 4. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, mit dem Revolver. 5. Hat einer das Reh gesehen? Warum ist denn das Reh abgehauen? Auf das habe ich doch gar nicht geschossen. Dankeschön erstmal noch an das Reh. Fürs Rumschmatzen. Richtig gut. Ey. Warnruf Reh. Ich wese doch, Kollege. So, und da liegt der erste Kandidat. Nehmen wir mit. 78 Kilo Weibchen. Ausstopfen. Haben wir. Jawohl.
Da waren noch zwei Wildschweine. Ich werd verrückt. Ja, die Felder hier oben sind gar nicht so verkehrt, ey. Petershain hier oben, das ganze Gebiet. Wahnsinnig viele Rehe, Füchse und auch Wildschweine. Und die Wildschweine platzieren wir jetzt mal in der Trophäenhütte. So, da sind wir angekommen hier. Genau, das waren hier die beiden Rehe aus dem Livestream. Die kamen hier jetzt noch mit an die Wand. Hier in die Bibliothek kommt dann noch so ein Wildschwein, jawohl. Genau, Wildschwein, das passt, also hier für diese Größe, da passt das, finde ich, ganz gut. Die kommen dann hier an die mittleren Plätze. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, demnächst geht's dann weiter auf die Kollegen hier, die anderen Füchse. Und das dann allerdings in einem neuen Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Und ja, das Angebot steht, einfach unter die Kommentare eine Challenge reinschreiben. Vielleicht zum Beispiel Bogenschießen auf Fuchs oder solche Geschichten. Besten Challenges, die setze ich dann natürlich auch um. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin, tschüss.